Gepasst. Oh mein Gott, Flo, der Kompass leuchtet. Wo war ich in der Grundschule? Oh mein Gott. Wir müssen in die andere Welt. Schnell, der Hausmeister ist schon dort. Er macht sehr böse Sachen. Aha. Kommen Sie mal mit. Rechts sind die ganzen Dinosaurier. Kommen Sie mal mit. Oh, warte, Flo, komm her. Hier geht's rein. Also ein ganz, was hatten die gesagt? Oder dass die irgendwelche Kloneier haben in dem Inkubator? Okay, weißt du was, Flo? Wir werfen die Eier einfach runter, sage ich. Okay, was sagst du dazu? Okay. Einfach weg damit. Das. Bleibt stehen! Warum seid ihr hier? Ah! Okay, Schule vorbei für heute, das ist ja schon mal was wert, warte. Ferien. Ferien? Ich glaube nicht. Yay, Schule ist aus, es regnet. Willst du tauschen? Ich was? Hab hier was zum Tauschen. Was ist das? Was? Nein, oh, bitte. Nasenhaare. Hier, tauscht du? Nein, was sollen wir denn tauschen? Ja, genau, vielleicht hast du Nasenhaare von deinem Papa. Nein, hab ich nicht. Ja, wirft das in den Himmel und dann kriegst du ganz viele Nasenhaare. Ja? Ja. Juhu! Kriege ich jetzt meine Nasenhaare? Okay, danke. Oh Gott, der macht nur eklige Sachen, das ist ja echt widerlich. Okay, das heißt, wir gehen jetzt heim? Wir gehen heim, oder? Ja, oder? Heute war tatsächlich mal ein angenehmer Tag ohne Vorkommnisse. Was denkst du, was passiert, wenn man stirbt in so einer Traumwelt? Ist man dann einfach tot? Vielleicht wachst du im Traum von Traum auf. Im Traum von Traum. Oder Inception. Oder vielleicht ist diese ganze Schule eigentlich nur ein Traum. Vielleicht ist das Leben ein Traum. Na gut. Wir können ja mal irgendwann mal nachfragen, aber. Okay. Okay. Ciao. Oh, Flo. Was? Es leuchtet wieder. Oh nein. Das heißt, wir müssen nochmal rein. Ja, es macht ja Sinn vom Timing her, dass der Hausmeister das nach der Schulzeit macht, damit ihn keiner unterbrechen kann. Alles klar, wieder zurück. Ist richtig entspannend. Ist richtig entspannt. Mir wird immer ein bisschen schwindelig von dem ganzen Hin- und Hergereise. Ich mag das nicht so. Ich assoziiere eigentlich immer als eine Schule mit Träumen und von daher. Ja, ich schläfst ja auch immer im Unterricht. Hast du jemals einen Unterricht gehabt, wo du nicht eingeschlafen bist? Nope. Einfach nein. Rekordverdächtig. Ich meine, solltest dich vielleicht mal bewerben im Guinnessbuch der Rekorde oder sowas. Von wegen, hier, ich habe ein Talent. Kaum bis der Unterricht beginnt, beginnt mein Schläfchen. Ich muss jetzt wirklich machen. Ja, ist echt so. Ich glaube, vielleicht könntest du ein bisschen Geld mitverdienen, oder? Ja, hier geht's durch. Warte, Schalter. Schalter war hinter dem Bett, oder? Ja, hier. Okay. Ich meine, immerhin müssen wir uns jetzt keine Sorgen machen. Die Fee ist schon da. Hallo Fee. Hallo. Wolltet ihr wieder in die andere Welt reisen? Ja, der Kompass leuchtet wieder. Würde ich auch sagen, wenn ihr in der anderen Welt stirbt, dann wacht ihr wieder im echten Leben auf. Aber ihr könntet diese spezifische Raumwelt nicht mehr reisen. Okay, also wir wollen ja verhindern, dass der Hausmeister was macht. Und wenn wir jetzt sterben, dann können wir nicht wieder zurück und dann können wir es nicht verhindern, meinst du? Ja. Oh. Ja, okay. Aber wir sterben nicht im echten Leben. Ja. Nee, der wacht ja einfach auf. Gratis essen ist immer gut. Okay. Jedes Mal, ich komme nicht gut auf diese Reisen klar. Jedes Mal wird mir richtig schwindelig und dann muss man sich erstmal. Oh, das Ritual mit Meister. So! Mir jetzt all die ganzen Zutaten, die ich brauche. Eine Feder eines Huhnes. Ein bisschen Schwarzpulver. Eine mysteriöse Melone. Ein Magma-Cream. Was machen die da? Und ein Blut eines toten Eines Hühnchens? Gut, das gefällt mir. Okay, pass jetzt sofort auf, dass nicht schon wieder irgendwelche Vollidioten herkommen. Okay, wenn du die findest, direkt töten. Dann können sie nicht mehr zurückkommen, verstehst du? Okay. Das ist nicht gut. Ich verstehe, mein Meister. Dann, wenn sie da hier im Traumland sind, also gestorben sind, dann gehst du raus. Dann jagst du sie. Denn sie haben das Geheimnis gelüftet. Siehst okay, mein Meister. Direkt töten. Oh, warte, ich glaube, der meint im richtigen Leben, Flo. Ich glaube, das ist gefährlich. Also. Wirst du jetzt hier Wache halten, während ich das probiere, das Ritual durchzuführen? Ja, ich mache das, Meister. Okay. Ich meine.
Warte. Können wir uns irgendwo versuchen zu verstecken? Ich glaube, hier auf der Seite ist nicht so viel. Warte, können wir einfach hinter dem her so ein bisschen? Warte, der geht nach vorne links. Dann lass uns einfach nach rechts hier gehen, oder? Hier geht's runter irgendwo. Ja, lass uns mal runtergehen. Sicher? Ja, oder? Der ist ja in die andere Richtung gegangen. Wir müssen ja irgendwie gucken. Warte, hier sieht's aus, als wäre hier irgendein Lagerraum, oder? Vielleicht ist hier irgendwas? Ich hole mal ein bisschen Trinken. Bibliothek. Oh. Ja, aber hier sind ja auch Chance. Warte mal. Was wollte der. Was hat der Hausmeister gesagt? Irgendein Ritual. Das ist. Ich hab's nicht gehört. Ja, pass auf. Warte, ist der. Oh, der ist ja unten. Okay, ich hab's auch geschafft. Warum kommt der denn jetzt runter? Wo willst du denn hin? Besserer Blickwinkel. Oh, okay, ja. Warte. Was macht der denn? Hey, sollte das nicht. Sollte nicht das Haus bewachen? Ich meine, gut für uns, schätze ich mal. Da kommen wir nämlich hoch, oder? Zum Hausmeister. Pass auf, Flo. Hoch. Ja, warte. Ich will nicht entdeckt werden. Der rennt ja gerade durch die Gegend rum. Oh mein Gott. Wo bist du? Ja. Warte, okay. Ich würde warten, bis er geht, oder? Damit wir in Ruhe hochkommen. Weil sonst entdeckt er uns vielleicht. Das klang jetzt ja gerade nicht so gut. Warte, ich komme mal, glaube ich, kurz zu dir rüber. Nein, pass auf. Guten Abend. Hausparty! Hausparty! Wer ist das denn? Der Typ aus unserer Klasse. Hey, Party! Ich glaube, wir können gehen, oder? Ablenkung! Ablenkung! Bist du hin? Hoch, oder? Hoch? Warte, was ist das hier? Das ist ein Lager. Mein Freund, okay, der Raum ist tot. Okay. Sind meine 1200 besten Freunde. Der redet wirklich wie der Typ aus unserer Klasse. Du weißt schon, hier. Hey, vielleicht träumt er auch gerade. Vielleicht. Vielleicht ist das sein Traum. Pass auf. Oh. Hallo, ich hab mir heute in die Hose geguckt. Ist der gefährlich? Hallo? Darf er uns... Hallo. Groß? Warum sitzt sie hier? Ja. Soll ich sie etwa? Du kriegst mich nicht! Ich bin eine Hausparty! Warte, wir müssen zu der Treppe hier hoch irgendwie. Meinst du, die ist gerade frei? Kommen wir da hin? Pass auf. Oh, warte. Er ist beschäftigt mit der Hausparty. Mit der Hausparty. Ja, ich glaube, wir können hier einfach hochgehen. Okay, warte, wo geht's weiter? Hier ist noch eine Treppe, hier geht's weiter. Meinst du, der ist ganz oben? Hier in der Etage sieht's nicht aus, als ob hier groß irgendwas wäre, oder? Hier ist oder? Keiner da. Soll ich schauen, dass er nicht kommt, oder gehen wir hoch? Ich glaube, wir gehen einfach hoch. Wir müssen ja irgendwie das Ritual aufhalten. Warte, was ist hier? Hier ist alles leer. Wo ist denn der Hausmeister hin? Hä? Das ist so verwirrend. Überall sind Kästen. Ich sehe ihn. Wo? Hinten. Oh mein Gott, ja, warte, bist du hier? Komm her. Ja. Komm her, hier ist, man sieht ihn. Wenn ich dieses Ritual vervollständige, dann habe ich es geschafft. Guck hier. Dann kann mich niemand mehr aufhalten. Dann werde ich zum Magier. Hier. Ach ja. Okay. Alternative. Das ist Karriere. Schon lustig. Oder was hat er? Hat er Lava? Oh, ich glaube, er wirft gerade die Sachen rein, oder? Oh Mann. So. Wie war das nochmal? Ich muss aufhalten. Mal wir können ihm ja schlecht die Sachen wegnehmen. Also der sieht uns dann ja. Wir wollen ja nicht entdeckt werden. Plan B? Was ist Plan B? Ich hab gefragt, haben wir Plan B? Okay, nee, wir haben keinen Plan B. Flo, hast du irgendeine Idee? Plan C? Was ist denn Plan C? Ich hab überhaupt das keine... Blut des seltenen Huhnes, das nur einmal im Jahr glockt. Ich glaube, ihr habt einen Plan B. Da. Er hat einen Plan B. Weil ich glaube, das war das letzte Ding in der Reihenfolge, oder? Der 12. Generation. Oh Gott, ausgewählte Zucht. Ich meine, wir können ihm die Items nicht wegnehmen. Melone, die ich gestern im Supermarkt gekauft habe. Ich meine, wir können ihn in die Lava schubsen. Smart. Dann das Pulver. Das ich meine, er wacht ja drüben wieder auf. Er ist ja nicht wirklich tot. Wir können ihn theoretisch. Dann die Feder, mit der man nicht fliegen kann. Okay, ich glaube, wir müssen es verhindern. Komm, lass uns. Wenn ich das geschafft habe. Was? Okay. Dann ist es final. Okay, lass ihn uns reinschubsen, okay? Okay. Nur noch oh, das! Was so? Oh, okay. Was so? Nein! Oh.
Okay, hat's geklappt? Meinst du, der hat, also meinst du, wir haben es rechtzeitig aufgehalten? Oder meinst du, das Ritual ist durchgegangen? Ja, oder der Kuchen ist jetzt mit ihm als Zutat. Oh, okay. Also, ja, Gut, dann, würde ich sagen. Nice. Warum haben wir jetzt ein Schwert? Ich meine, besser als nichts, oder? Ja, klar, nehmen wir das Schwert mit, oder? Und dann, ab wieder zurück in die andere Welt, würde ich sagen. Warten wir kurz ab. Ich meine, es sollte ja auch nicht mehr lange dauern. Okay. Ich hoffe, dass es wirklich gut gegangen ist. Ich meine, ich fühle mich ein bisschen schlecht. Wir haben den ja einfach umgebracht. Meinst du, ist es wirklich... Ja, vielleicht. Dings, wenn er stirbt, dann heißt ja nicht, dass er wirklich tot ist. Aber, okay. Fee? Hey, hallo, Fee? Hallo. Stimmt das wirklich? Also wir waren jetzt ja gerade in der Traumwelt und wir haben den Hausmeister in die Lava geschubst, weil das der einzige Weg war, wie wir ihn aufhalten konnten. Ich hab das gut gemacht. Hat er das überlebt? Ist er wirklich nur einfach aufgewacht? Ja, natürlich. Aber er kann in diese spezifische Welt nicht da eintreten. Okay. Ist ja gut. Ja, okay, dann ist alles gut. Ich hab das super gemacht. Okay, gut, dann, mach's gut. Dann gehen wir wohl mal wieder. Okay. Sommerferien. Ich glaube immer noch, es sind keine Ferien. Ich glaube, wir haben Tag 3 nach der Schule endlich wieder. Glaubst du schon, dass das Klassenzimmer aufgeräumt worden? Ich weiß nicht, meinst du das überall noch Wasser? Ich glaube. Ah, nee. Ich meine. Wieso seid ihr hier? Wir haben nur Pause gehabt. Ihr seid schon lange hier zu. Woher kommt ihr? Was sucht ihr hier? Wir waren hier essen. Ja, hier ist ja die Cafeteria. Offensichtlich. Seit 12 Uhr nichts mehr zu essen, Vollidiot. Aber ich habe mir was mitgenommen. Dings, meine Mutter macht mir immer eine hausgemachte Melonen. Aha. Was wollt ihr jetzt hier? Nix, ciao. Nix, wir gehen jetzt. Ciao. Achso, haben Sie den Klassenraum schon sauber gemacht? Ja. Vollidioten. Okay, das ist immerhin, ha? Ja gut, dann lass uns nach Hause gehen, oder? Okay, ich wollte wieder die Klasse, aber wenn du es sagst. Nee, es ist doch Schulhaus. Wir sind ja ursprünglich, waren wir ja schon auf dem Weg nach Hause. Okay, gut, dann bis morgen. Ciao. Bis morgen. So, und das war's dann auch mit der 4. Folge von Minecraft Traum. Ich hoffe sehr, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst mir gerne einen Daumen hoch da und schreibt einen Kommentar, was ihr denkt, was als nächstes passiert und was der Hausmeister noch so Böses im Schilde führen könnte. Und wenn ihr neu auf meinem Kanal seid, dann würde ich mich sehr freuen, wenn ihr ein Abo da lasst und den kleinen Glocke aktivieren Button drückt, damit ihr jedes Mal eine Notification kriegt, wenn ich ein neues Video hochlade. Das ist im Normalfall jeden Tag um 13 Uhr. Traum kommt immer Montag, Mittwochs und Samstags auf meinem Kanal. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao!